Heute erwartet uns ein langes, aber genial umgesetztes Phantom-Level. Ein Dur-Level, welches mir den Verstand raubt, und ein Kaizo-Level, das mir mehr Probleme gemacht hat, als es sollte. Level 1. Wo geht die Lava hin? Okay, nicht so weit hoch. Okay. Das sind ja Kisten. Oh, eine Katze. Katze sehe ich gern. Nochmal eine Katze. Okay, kommen wir da rein? Nö. Das sieht aus wie ein Level von einem 5-Jährigen. Obwohl, ich glaube, ein 5-Jähriger baut ein bisschen schlechter. Hä? Wo waren die Blöcke gerade eben? Hä? Also, die sind durch die Bombe kaputt gegangen wahrscheinlich. Nein! Egal, rein da. Gute Frage, Nunu. Aber ist du schon dran? Nicht der Drache auch noch? Ein Autoscroller, okay. Ach nee, jetzt kann ich da drüben nicht mehr stehen, weil die alles kaputt gemacht haben, die bösen Bomben. Nein, mach nicht noch mehr kaputt. Bombe, hallo? Auf nichts in der Welt würde ich das... Für nichts in der Welt würde ich das nochmal machen wollen. Oh Gott. Nein, da war der noch rausgeguckt. Ich hätte mir so denken müssen, dass er da springt. Okay, jetzt komm her, du böser Drache. Weg mit dir. Ah, so, rein da. Rein da, bitte, sei zu Ende. Alter, das ist Zuschauer, wow. Vielen Dank, dass ihr da seid, Freunde. Ja, drei Leben. Schön, dass du dann doch irgendwie die Zeit findest. Dir nichts versteckt sein, ja, leider. Aber zumindest kommt mir dein Name sehr bekannt vor, muss ich ehrlich sagen. Okay, Bowser können wir damit nicht besiegen. Kettenhunde auch nicht. Haha. Hat mich? Oh, nee, der ist gemein platziert. Nein, oh Gott, er ist richtig fies platziert. Nein, ich dachte, ich komme drauf und dann macht er ein Hobby. Aber hier warten wir mal, bis der einen Abgang macht. Muss er nur noch hochkommen. Ja, da kommen wir sonst nicht durch. Perfekto. Ciao, Dude. Schmeiß es gleich von oben auf den Kopf. Haben wir hier. Haben wir einen Pilz. Brauchen wir aber leider nicht. Nämlich gerade getroffen. Das wäre so fies gewesen. Okay. Das ist noch One Race. Warum muss das mit dem Peacewitch sein? Okay, wir können aber wieder zurück. Aber warum, verstehe ich nicht ganz. Warum es mit dem Peacewitch sein muss. Und wahrscheinlich kriegen wir nachher noch einen Schlüssel und müssen dann mit dem Schlüssel alles zurück. Deswegen hoffe ich mal, dass nicht mehr allzu viel kommt hier. Nein. Oh ne, das ist alles wieder zurück. Stellt euch das mal vor. Haben hier schon mal einen Weg. Müssen definitiv mich wieder zurück. Definitiv müssen wir das alles wieder zurück. Man kann mich beides gehen. Hi! Vielen Dank fürs Abo. Hallo. Checkpoint. Nein, immerhin das. Vielen Dank, dass du nochmal da bist, Toaster. Vielen Dank, dass du mal wieder vorbeischaust. Jetzt verstehe ich auch, warum man hier so lange warten muss. Der Part ist echt fies mit Phantom. Ich hätte springen können, aber was hätte ich denn machen sollen? Man will ja nicht springen, wenn man wieder zurückgeht damit. Leider lässt es sich auch nicht abhängen. Der, wenn ich schneller werde, wird er auch schneller. Geh weg, Phantom, bitte. Nein. Oh, Mann. Okay, einfach schnell durch. Ich finde, es wäre auch so schon schwer genug, zurückzukommen. Warum muss da Phantom rumhüpfen? Und da muss man auch da drin auch noch warten. Jetzt macht der Part auch Sinn. Komm raus jetzt. Dann warten wir hier draußen. So doof. Das war so doof. Geh mir lieber rein. Davor habe ich draußen gewartet. Das ging in die Hose. So, auch das hier sollte kein Thema sein. Da war auch ein Pilz, den brauchen wir aber nicht mehr. Okay, der ist fies immer noch, aber jetzt noch fieser, weil Phantom noch dabei ist. Er ist runtergegangen, perfekt. Oh, Phantom, jetzt aber nicht mehr, bitte. Gleich nämlich ganz oben. Geh weg! Der hat mich eingekesselt, noch Manno! Bei den Hunden wurde ich jetzt bisher zweimal erwischt, einfach schnell durch. Nein, oh Manno. Ja, war schnell durch. Vielleicht kriege ich ja keinen Schaden. Nein, der Bowser da oben. Ja. Pilz. Okay, rein da. Jetzt komm schon. Bitte. Sei einfach weg. Sei zu Ende. Phantom ist von dannen und bitte. Ja, zumindest ein Leben, aber heieiei, war das ein Level. Den Speedrun. Ah, dafür ist die Spring da. Okay, eigentlich bisher cool gemacht, finde ich. Wenn auch ein bisschen verwirrt, muss ich leider zugeben. Leider muss ich zugeben, ein bisschen verwirrt, aber wenn die Zeit nicht zu knapp ist, dann kann das echt gut funktionieren. Muss ich natürlich springen. Ich weiß gar nicht, sagen Sie wirklich. Toaster ist echt ein richtig, richtig guter. Oh, oh. Nein, ich habe so viel verfehlt. Was soll denn das? Das habe ich ein Riesenproblem wahrscheinlich, oder? Oder nicht? Wahrscheinlich gab es einen Schlüssel, oder? Oder? Nee. Hier kein Thema, wie es aussieht. Ah, vielen Dank, Toaster, nochmal. Wirklich. Herzlichen Dank. Das kann ich euch sagen, du bist der größte Unterstützer von dem Kanal, auf jeden Fall. Ich hab's geschafft, aber es war sehr komisch. Vielleicht kam mir deswegen ein Name so bekannt vor, wegen dem Luca.
Kann man da mehrere kaputt schießen, mit aufgeladen ist. Ja, zwei. Bringt aber nichts. Ja, zwei Türen davon sind kaputt, ne? War sogar tatsächlich richtig. Vielleicht können wir hier ein Leben kriegen. Ja. So nicht. War das die anhalten? Ist so gemein. Läuft der Run gut? Ja, läuft okay auf jeden Fall. Dass sie immer losrennen, dann anhalten. Das tut mich richtig verwirren. Dann haben wir die drei Leben. So. Checkpoint und schnell rüber. Einfach durchlaufen, egal. Brauchen wir nicht mit dem Anzug, wie es aussieht. Okay, kommen wir da drüber? Ich hoffe doch. Okay, da sind sehr viele gestorben. Was sollen wir denn da machen? Hallo? Hoffen wir mal, es hat 0%, weil es noch keiner gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, vielleicht nochmal zurückzugehen. Ich denke schon, dass es sich lohnt. Für die Kanone. Dürfen wir sie nur nicht verlieren. Wir werden nicht getroffen. Okay. Okay, einfach laufen. Dürfte gerade noch so reichen, aber der unterste trifft mich. Der unterste trifft mich leider. Echt gemeines Level. Hallo alle, Bro. Schön, dass du da bist. Wir dürfen noch überlebt haben. Eieiei, aber das war ein richtig fieses Level. Hätte gerne Ende der Woche schon, aber was soll's. Montag, ein schönes Wochenende hinter mir gehabt. Auch okay. Du. Lassen wir die mal am Leben, die Rakete, sonst trifft die mich nur. Nein, da kommt die von oben auch noch. Jetzt kommen wir zwar ein bisschen weiter als davor, aber wenn die Raketen fies kommen, dann war's das. Ja cool, hier ging's jetzt zum Glück. Hier sollten die Raketen keine Probleme mehr machen. Hier oben auch nicht, oder? Nö. War da eine Tür, eine Pipe? Okay, ab in die Pipe. Oh, 50 Likes, Freunde. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für ganze 50 Likes. Das ist schon krass, wenn ich überlege, dass wir vorher mal an die 30 Leute waren und 50 Leute haben davon geliked. Checkpoint. Das war ein Fehler. Schnell hochgehen, ohne anzuhalten. Das ist sonst gefährlich. Okay, am Rand entlang. Die sind alle falsch rum, nämlich. Schnell hoch. Oh, alle Münzen sammeln. Danach können aber schon das Ziel kommen. Wie man sieht, ist hier neben mir nämlich schon die Dunkelzone. Da, wo das Ziel herkommt immer. Geh wieder hoch. Nein. Ach, Mann, oh nein. Wir merken uns aber nicht runterfallen. Runterfallen ist was für die, die gerne kaputt gehen, was wir nicht machen wollen. Ich sagen, wir springen von hier diesmal rüber. Okay, Renner. Schon das Ziel, ja? Ah, kein One-Up, leider, aber letzte Leben. Okay. Ist das ein Speedrun von 100 Sekunden? Bitte nicht. Nein, dass ich es überlebt habe. Ach, schade. Okay, ob das ein Speedrun ist oder nicht, frage ich mich. Aber gucken wir mal, ob es einer ist. Sehen wir ja dann. Ja. Gucken wir mal, was wir... Spinjump, ja? Gucken wir mal, was noch gekommen wäre. Na gut, hier wäre ich auch kaputt gegangen. Also alles deutet echt auf den Speedrun. Hey, auch mal nur. In. Checkpoint. Ich bin kaputt. Ah, die Kanonenkugel. Bin mittlerweile echt... Auch du bist wie immer herzlich willkommen. Schön, dich mal wieder zu sehen. Und Glückwunsch alle, Bro. Das wird nichts, oder? Okay, doch. Ich finde ein relativ gutes Kaizo-Level bisher, aber das Ende war ein bisschen komisch. Ihr wollt mehr Highlights sehen? Dann schaut euch jetzt dieses Video an. Das war auch ein wunderbares Highlight. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.